Wir werfen nun einen Blick zurück in die Geschichte des Sozialstaats in Deutschland. Und da muss man sagen, dass sich diese Brisanz der sozialen Frage natürlich auftat mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und hier als erstes prominentes Beispiel von Sozialpolitik ist die sogenannte Bismarck'sche Sozialpolitik der 1880er Jahre zu nennen, mit der Einführung einer Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, die zum Beispiel wurde für spätere Entwicklungen in der Bundesrepublik, in der Weimarer Republik, aber auch über Deutschland hinaus. In der Weimarer Republik wurde der Sozialstaat ausgebaut, besaß aber nicht die rechtliche Bindung wie später in der Bundesrepublik. Durchaus auch in der nationalsozialistischen Zeit zwischen 1933 und 1945 wurde das Sozialsystem ausgebaut, kam aber in erster Linie Deutschen zugute, Minderheiten wurden ausgeschlossen, bestimmte kranke Bevölkerungsgruppen wurden ausgeschlossen und natürlich getragen durch die Kriegsindustrie, die in den 30er Jahren in Deutschland angekurbelt wurde. 1947 wurde die sogenannte B-Zone gegründet im Westen dessen, was damals Deutschland war, und eine Liberalisierungspolitik durch die Alliierten eingeführt, die Tendenzen zeigte, wie sie später in der Bundesrepublik dann zum Tragen kam. Der Markt war in einigen Bereichen zu dieser Zeit noch eingeschränkt, in der Landwirtschaft, in der Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik, in der Energiewirtschaft, und man kann zu dieser Zeit von einem starken Staat sprechen, der auch das Klima in der Bundesrepublik in den 1950er und 60er Jahren charakterisierte. Und insbesondere durch den ersten sozialdemokratischen Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller in den 1960er Jahren wurde das eingeführt, was wir keynesianische Nachfragesteuerung nennen. Also eine zunehmende Abstimmung der Wirtschaftspolitik mit der Lohnpolitik der Tarifparteien und ein Staatsinterventionismus in vielen Bereichen der Gesellschaft. Die 70er Jahre zeigen eine Krise. Wir wissen um die Ölkrisen, die Interdependenz, Globalisierungskrisen der 70er Jahre, die dann beantwortet wurden durch wirtschaftsliberale Programme in vielen Ländern, in den USA unter Ronald Reagan, berühmt in Großbritannien, Thatcherism unter Margaret Thatcher, eine Liberalisierungspolitik, wie sie zum Teil auch unter Helmut Kohl dann in den 80er Jahren in Deutschland eingeführt wurde. Der EU-Binnenmarkt wurde eingeführt 1992. Globalisierung verstärkte sich, Produktionsverlagerung mit China als sogenannter globaler Produktionsplattform waren wichtige Tendenzen dieser Zeit. Druck auf Löhne, auf die Sozialsysteme wurde stärker und schließlich in Deutschland die sehr, sehr kontrovers diskutierte Agenda 2010 unter der rot-grünen Koalition Anfang der 2000er unter Gerhard Schröder. Neue Tendenzen, die Druck auf die Sozialsysteme ausüben, ist die zunehmende, wie man sagen könnte, Algorithmisierung, Roboterisierung der Arbeitswelt. Das heißt, Arbeit wird weniger, die Kluft zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, und auch das ist etwas, womit der Sozialstaat heute zu kämpfen hat, sodass wir vor vielerlei Problemen stehen, die eben durch die staatliche Strukturpolitik behoben werden müssen.